Wisst ihr, was wir geschafft haben? Wisst ihr, was wir haben? Wir haben nämlich motherfucking 34 Diamanten! Money, money! Was geht? Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Minecraft Mark. Und es ist sehr viel passiert, denn ich habe ja heute, beziehungsweise gestern, aber ein wenig gestreamt und viele Leute, die es verpasst haben, sind selber schuld, denn ich werde jetzt versuchen, jeden Dienstag die anderthalb Stunden Streaming-Kontingent, ich habe auch zu nutzen und werde halt Minecraft Mark jetzt versuchen, regelmäßig zu streamen. Das wollte ich jetzt erstmal vorweg mitteilen und dann zeige ich euch gleich jetzt mal, was wir alles im Stream geschafft haben. Es ist nämlich tatsächlich wirklich einiges passiert. Und ja, was soll ich sagen, Freunde? Also es macht auf jeden Fall einen heiden Spaß, was soll ich sagen? Wir haben uns deutlich gesteigert in dem, was wir gemacht haben und vor allen Dingen, wie wir es gemacht haben. Ich bin sehr bedacht und klug vorgegangen. Ich bin von einem kleinen Kackding einmal getötet worden und habe dann nicht gecheckt, dass ich den verbrennen muss und solche Geschichten. Alles ein bisschen dumm gewesen. Ich zeige euch erstmal ganz kurz, was wir hier haben. Wir haben nämlich jetzt erstmal diese XP-Bushes hier gepflanzt und ich werde jetzt auch mal ganz kurz hier diesen kotigen Kackbaum wegmachen. Dann muss ich leider etwas machen, was ich denen versprochen habe, nämlich da unten diesen Scheißbaum endlich mal abbauen, was ich mir versprochen habe. Und ja, nichtsdestotrotz habe ich jetzt hier erstmal eine Bedbox hingemacht. Das heißt, wir haben jetzt endlich die Möglichkeit, dass wir ja hier jetzt ordentlich Energie erzeugen können. Das heißt, die Bedbox lädt sich auf und dann lädt das hier in den Mesa Raider rein. Auf jeden Fall sehr cool. Dann habe ich noch gecraftet ein Steam Dynamo für Terminal Expansion, weil ich jetzt einfach satt bin mit diesem Kack-Programm namens, beziehungsweise mit diesem Kack-Mod namens, Sag schnell! Bitte, was meine ich? Mit diesem Kackmod namens, bin ich dumm? Wie heißt der denn jetzt? Mit Industrial Craft weiterzuarbeiten. Das war einfach irgendwie, wir sind uns da nicht grün geworden, wir beide. Und es hat irgendwie nicht geklappt. Dementsprechend Industrial Craft erstmal hinten anstellen. Ich werde jetzt erstmal hier ein bisschen die Bäume wegmachen, weil ich das leider in der letzten Folge nicht geschafft habe, beziehungsweise im Stream. Wenn ihr das cool fandet gestern im Stream und mit dabei gewesen seid, dann schreibt mir mal bitte was in die Kommentare, damit ich sehen kann, wie viele Leute denn überhaupt zugeguckt haben. Und lasst mal einen Daumen hoch da. Dann habe ich mir hier eine Mining Turtle gebaut. Sehr geiles Teil auf jeden Fall. Habe mir auch ein vernünftiges, relativ vernünftiges Programm geholt. Habe jetzt schon ein besseres gefunden als das von denen da. Ahahaha. Und werde mir auf jeden Fall dieses dann gönnen, meine Freunde, damit wir richtig, richtig geil farmen können. Weil das Ding macht dann alles automatisch. Das kann sogar, glaube ich, sogar Kisten sortieren, so ein Blödsinn. Muss ich mir mal genau angucken. Wenn ihr coole Programmcodes habt von Pastebin, schreibt mir die ruhig mal in die Kommentare. Und am besten auch mit Link am besten oder irgendwie per PN, Facebook und sowas. Da bin ich immer offen für so Anregungen, weil das da einfach am meisten Sinn macht. Dann haben wir, Freunde, ja, dann haben wir nicht nur das gemacht, sondern, okay, ich werde es gleich ein bisschen spannend machen. Wir haben nämlich einiges gefunden und, ja, was soll ich sagen, Freunde, es war einfach sick, was diese scheiß Mining Turtle wirklich alles weggeräumt hat. Wisst ihr, es gibt also Leute wie Dena, ja, die sind halt stolz, so, okay, ja, 8 Diamanten, weißt du, was willst du damit machen? Aber ganz ehrlich, Freunde, wisst ihr, was wir geschafft haben? Wisst ihr, was wir haben? Wir haben nämlich motherfucking 34 Diamanten! Money, bitches, make it rain on them house. Na, also die sammeln wir jetzt natürlich wieder auf. Aber wie gesagt, 34 more fucking Diamanten, die wir hier gefarmt haben gemeinsam. Und das ist natürlich richtig, richtig geil. Das war wirklich ultra, ultra viel und ultra sick. Und ich hätte nicht damit gerechnet, dass wir das tatsächlich so schnell hinbekommen, so eine große Anzahl an Diamanten zu farmen. Hat mich selber tatsächlich ein bisschen überrascht. Und, ja, was soll ich sagen? Also das war auf jeden Fall ein sehr erfolgreicher Stream, hat ordentlich Spaß gemacht. Ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn ich nächstes Mal wieder ein paar alle Gesichter dabei sehe. Und viele Leute haben auch im Chat ganz aktiv mitgespielt und haben mir erklärt, was ich alles machen soll, beziehungsweise was genau funktioniert. Haben mir wichtige Hinweise gegeben, die mich deutlich weitergebracht haben. Und jetzt möchte ich mal so ein bisschen Milch ins Häuslebau machen, weil ich in der letzten Folge relativ technisch war. Und werde jetzt einfach mal, bevor ich hier alles abholze, mich gleich noch damit beschäftigen, oder beziehungsweise später noch im Nachgang damit beschäftigen, wie Terminal Expansion mal funktioniert. Ich weiß auf jeden Fall, dass die Energie, die aus Terminal Expansion resultiert, deutlich effektiver ist und auch sehr viel coolere Maschinen produziert. Und ich muss halt dazu sagen, dass ich nicht ganz von Industrial Craft weg will, all die, weil ich halt da noch, ich wollte halt immer schon mal ein AKW bauen, also ein Kraftwerk, und das würde ich halt
nach wie vor noch gerne wahrnehmen. Ich weiß, dass es zwar Dena's Plan ist, aber ich meine, ganz ehrlich, Leute, wer ist Dena? Ja, Dena ist der Typ mit den 10 Diamanten, weißt du, wir haben 34 oder 8 hat der, also, weißt du, wir haben einfach mal das Dreifache von ihm, das Vierfache fast schon, ja. Und ganz ehrlich, wir haben sogar das Vierfache, was will denn so ein Mensch wie Dena ausrichten? Ja, also tut mir leid, da kann ich nur drüber lachen, ja, da wissen wir auch alle ganz genau, dass wir da zu Recht drüber lachen können, weil das ist einfach nur lächerlich, was er da versucht. So, genug gehatet, meine Freunde, das ist natürlich alles nur Spaß. Ich schaue jetzt auch mal ganz unten nach dem Kartoffelfeld, dass ich das vielleicht nochmal ein bisschen aufpäppel, weil hier oben das Kartoffelfeld läuft nämlich schon richtig gut. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich werde mich jetzt wahrscheinlich in der Folge nochmal an einen Chunkloader setzen, dass wir hier oben unser Feld nämlich in Gange kriegen. Das wollte ich nämlich in dieser Folge noch machen. Zeit ist ja genug. Und dann schaue ich jetzt mal ganz kurz, ob wir noch irgendwo was zu essen haben, was ich eventuell verspeisen könnte. Das wäre nämlich ziemlich geil. Noch Erdnüsse haben wir hier noch, die snacken wir doch direkt mal, schnabulieren wir direkt mal weg. Auch sehr lecker. Dann haben wir hier noch ein paar Kartoffeln, sehr geil, sehr, sehr geil. Und dann haben wir hier noch mehr Erdnüsse. So läuft der Hase doch, so läuft das Ding doch. Und so kann man sich auf jeden Fall über Wasser halten, ganz gut. So. Ich glaube, ich habe aber noch irgendwo Kartoffeln im Ofen, also alles cool, wir werden auf jeden Fall nicht verhungern. Ich schaue mal ganz kurz, was so ein Chunkloader kostet und ob der nicht viel zu teuer ist, wenn ich hier einfach mal einen hinsetze. Weil ein Chunkloader macht auf jeden Fall hart Sinn und dann müssen wir mal gucken, wie das aussieht, wenn wir runter müssen. Enchantment Table, Enderpearl, Gold, Spot, Chunkloader. Enderpearl haben wir, das haben wir, das haben wir, das können wir doch alles hinbekommen. Dann lass uns das doch mal tun, dann bauen wir uns doch diese Folge einen Chunkloader. Eine Enderpearl haben wir tatsächlich sogar. Müsste ich hier noch haben, genau. Dann muss ich noch eine Dia-Hacke machen für Obsidian. Und ein Buch muss ich mir craften. Das kriegen wir aber alles easy, easy hin. Einen Eimer mache ich mir auf jeden Fall auch noch. Beziehungsweise brauche ich ja gar nicht. Habe ich ja schon, Freunde. Mensch, das ist ja der Wahnsinn hier, oder nicht? Und dann gucke ich mal ganz kurz, wo ich noch was zu essen habe. Ich müsste ja eigentlich noch irgendwo die ganzen Beeren haben. Ich hatte noch so einen richtigen dicken Stack Beeren hier irgendwo, aber ist ja auch nicht schlimm. Habe ich hier vielleicht noch Kartoffeln drin? Nee, habe ich nicht. Okay, krass, schade. Zack, tu mal einfach mal hier die Kartoffeln. Das Holz verbrenne ich jetzt einfach erstmal, weil ich jetzt schlichtweg darauf erstmal nicht angewiesen bin. Dann gehen wir gleich erstmal runter in die Höhle und schauen uns mal ganz kurz das mit dem Chunkloader an, dass wir den auf jeden Fall diese Folge noch bauen können, damit wir die diese wunderschöne und ziemlich geile Kartoffelfarm endlich mal laufen bekommen, weil ich habe nämlich echt keinen Bock mehr, jedes Mal hier ums Verrecken kämpfen zu müssen. Ich habe mir noch ein bisschen was an Rüstung gemacht, wie ihr vielleicht seht. Ich habe mir hier noch eine Eisenrüstung gemacht. Bin einmal, wie gesagt, gestorben durch eine Unachtsamkeit meinerseits. Eine ziemlich große Dummheit, würde ich fast sogar schon sagen. Kommt nicht wieder vor, versprochen. Deshalb muss ich jetzt noch einen Marken mehr machen. Aber wir haben jetzt halt auch wirklich genug Eisen. Also rohstofftechnisch sind wir auf jeden Fall schon mal durch diese anderthalb Stunden wirklich einigen Leuten weit, weit voraus. Die Turtle platziere ich wahrscheinlich in der nächsten Folge dann, wenn ich den neuen Code habe. Und um diesen blöden Baum kümmere ich mich da hinten gleich auch noch. Kriegen wir alles auf jeden Fall hin, wir haben ja noch Zeit. Der Chunkloader geht auf jeden Fall jetzt erstmal vor. Wenn das halt mit dem Baum dann in der nächsten Folge passiert, dann ist das so. Ich tue hier was für die Gemeinheit, nämlich kümmere ich mich oben um die Farm. Und ich sagte auch schon im Livestream, wir sind immer mehr Hühner im Wald. Das ist echt cool. Dass die irgendwann, habe ich das Gefühl, schlüpfen die aus den Eiern hier bei Vizebeast? Kann das vielleicht sogar sein? Denn die vermehren sich nämlich immer weiter. Und das finde ich gar nicht mal so verkehrt, weil wir einfach damit einiges an... wie soll ich sagen, einiges an Nahrungsquelle direkt in der Stadt haben, was auf jeden Fall nicht verkehrt ist. So, hiervon snacken wir jetzt direkt mal ein paar. Das war nämlich meine letzte Rettung, als ich irgendwie aus dem Stream rausgekommen bin. Ihr wisst ja vielleicht, noch in der letzten Folge war ich unten im Keller, also da unten in der Mine, und sagte, ja, scheiße, ich werde sterben. Dann habe ich mich jetzt da runtergebaut und bin rausgekommen und habe dann direkt das hier gefunden und dachte mir so, hey, wenn das kein Epic Win ist, weil ich hatte halt richtig Hunger, komm raus und sehe halt direkt diesen Busch. Und das war schon ziemlich, ziemlich cool. So, warte mal, ich muss hier runter. Und dann gehen wir jetzt mal ganz kurz nach unten und schauen uns da mal um. Dann zeige ich euch nämlich auch mal, was ich da alles gemacht habe, beziehungsweise was da alles passiert ist. Wir waren, wie gesagt, richtig aktiv im Stream. Und ich kann euch nur empfehlen, Freunde, da nochmal mit reinzugucken, denn es hat echt viel Spaß gemacht. War wirklich, wirklich schön. Ihr habt sehr viel verpasst und ihr müsst jetzt alle darunter leiden. Ja, ja, wei, wei. Nee, mal Spaß beiseite. Das war echt cool. Und ich würde es jetzt gerne regelmäßig machen. Einfach dienstags mal ein bisschen was mit euch zu streamen. Denke ich mal, kann man doch mal machen. So, was haben wir hier? Apatit. Apatit. Ich glaube sogar, dass man den für irgendwas wieder noch braucht. Forestry. Ich meine, daraus Apatitkristall, da kann man doch irgendwie Dünger oder sowas machen, wenn ich mich jetzt nicht irre. Zumindest kommen die immer in diesen relativ großen Vorkommen vor.
Ich weiß allerdings nicht mehr genau, wofür der gut war. Vielleicht, wenn ihr das wisst, in die Kommentare. Ihr wisst, ich lese mir die durch. Also immer schön artig mitkommentieren. Schön fleißig, aber das muss ich euch nicht sagen. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Verpiss dich. Danke, tschüss. So, mal kurz hier runter. Hasseln und dann... Okay. Oh Gott. Ich habe damit nichts zu tun. Hier ist nämlich dieses Scheißwesen gewesen. Oh Gott. Das war nämlich dieses kleine Stück Kacke, was mich da getötet hat im Stream. Und das war richtig, richtig ekelhaft. Ohne Spaß. Das war richtig schlimm. Das war, also ich will jetzt nicht irgendwie jetzt sagen, das wäre jetzt ultra krass gewesen. Aber es war halt schon einfach saunervig, weil ich halt nicht wusste, dass dieses Endermais oder wie die heißen, oder Endermite, erst stirbt, wenn man ihn anzündet. Und das musste mir erstmal gesagt werden. Das heißt, ich bin halt die ganze Zeit hingelaufen, habe ihn getötet und hatte das Problem, dass er schlichtweg einfach nicht verrecken wollte. Dementsprechend bin ich halt immer wieder rumgelaufen und habe geguckt, okay, scheiße, wie gehst du jetzt mit diesem Kackvieh um? Weil ich halt einfach keinen Plan hatte, was das für ein Drecksding ist. Und dementsprechend gab es da ein bisschen Rumgeflamen meinerseits im Stream. Aber gut, so viel dazu. So, wir gehen ganz kurz runter, holen uns das Obsidian, machen ganz schnell den Chunklauder, müssen da noch da vorne was machen. Ihr seht schon hier, meine liebenswerte Freundin, die gute Mining Turtle, hat hier ganze Arbeit geleistet, würde ich sogar mal behaupten. Wir müssen mal ganz kurz gucken, es gab hier irgendeinen Gang mit Lava. Ich meine, das müsste sogar hier, ey, geil, Leute. Wenn das nicht cool ist, dann weiß ich es nicht, oder was? So, dann schauen wir mal ganz kurz, dass wir hier ganz kurz die Obsidian rausziehen können, die wir brauchen. Und dann uns auch sofort wieder verpieseln von hier unten, weil ich relativ ungern, sag ich mal, hier unten bin. Okay, das war ein bisschen dumm. Kriegen wir aber alles gebacken, alles cool, alles easy. Da ist auch Lava, dann machen wir mal den hier so. Ich glaube sogar, wenn wir es so machen, ist es am einfachsten, weil es dann ja automatisch dahin läuft. Ich hoffe mal, das verbrennt jetzt nicht und spült mich da rein. Da habe ich halt immer ein bisschen Schiss vor. Aber ich glaube, das Wasser ist schneller da drin, als ich da drin bin. Auch gut, falsch Pickaxe mal benutzt. Ist auf jeden Fall stark. Ich habe jetzt 20 Minuten Zeit, da machen wir jetzt halt noch ein bisschen längere Folge. Ich weiß auch gar nicht, wie ihr das findet, wenn meine Folgen immer so lang sind. Keine Ahnung, könnt ihr mir ja einfach mal in die Kommentare schreiben, ob ihr das blöd oder nicht so blöd findet. Mir macht das eigentlich im Moment echt viel Spaß. Und das ist ein ziemlich cooles Projekt. Und dementsprechend habe ich auch eigentlich damit überhaupt kein Problem, mal ein bisschen längere Folgen zu machen. Aber das könnt ihr natürlich auch mitentscheiden. Wenn ihr sagt, nee, Revi, mach lieber kürzere Folgen, dann mache ich lieber kürzere Folgen. Das ist, wie gesagt, euer Ding. Könnt ihr ganz offen mit mir sein. Schreibt mir das einfach in die Kommentare, wie ihr das haben wollt, und dann kriegen wir das schon hin. So, ich muss jetzt mal gucken, dass ich da nicht irgendwie reinlaufe. Oh Gott, das ist immer so ein Moment, wo man so denkt, so, yo, jetzt ist vorbei, jetzt verreckst du. Und da passiert doch gar nichts. Das ist immer ein bisschen dumm. So, ich guck mal ganz kurz, wie ich das jetzt am besten angehe, so dass ich hier irgendwie eine Möglichkeit. Ja, das war doch, glaube ich, ganz gut. Dann machen wir es einfach so. Wir können es hier den oberen Block einfach mal gönnen, weil da drunter ist ja eh Obsidian. Und dann haben wir schon unsere 4 Obsidian für den wunderschönen und bezaubernswerten. So, zack, sehr schön. So, dann haben wir jetzt nämlich alles zusammen, was wir brauchen. Können wieder nach oben hasseln und können uns dann da direkt einen Chunkloader machen, der auf jeden Fall dann oben endlich dafür sorgt, dass wir nie wieder Nahrungsprobleme haben, weil so ein Chunkloader ist ultra wichtig. Ihr denkt jetzt, dass ich es halt übertreibe. Ein Chunk sind halt 16 Blöcke. Viele Leute, die das nicht wissen. Und innerhalb dieser 16 Blöcke wird das Ding immer halt aktualisiert. Das heißt, wir haben keinerlei Probleme mehr durch nicht online sein am Server. Das heißt, es wächst trotzdem alles weiter in der Zwischenzeit, obwohl wir gar nicht da sind. Das macht auf jeden Fall hart viel Sinn, weil man sich dadurch einfach richtig, richtig viel Zeit spart und einfach dieses ganze Rumgebange, ob jetzt mein Essen endlich fertig ist und sowas, hat man dann einfach gar nicht mehr, weil es halt einfach instant, wenn man auf dem Server ist, ist alles gewachsen und alles schön und ja, man muss sich natürlich auch solche Dinge einfach mal zu Nutzen machen, die es hier in diesem Modpack gibt. So, würde ich sagen, nicht lange labern, einfach mal hier hoch, dass wir auf jeden Fall jetzt noch rechtzeitig oben sind. Wie gesagt, die Folge überziehe ich jetzt einfach ein klein bisschen, beziehungsweise mache einfach mal eine 20-Minuten-Folge, dass wir das alles cool und easy hinbekommen. Legen oben noch ein wunderschönes Feld an und kümmern uns dann um den Rest, vielleicht noch um diesen Baum da hinten, dass den er endlich seine dumme Schnauze hält. Weil das geht mir nämlich echt am Sack, dass der mich immer darauf ansprechen muss und diesen blöden Stinkebaum weghaben will. Ja, so ist das, Freunde. Also wie gesagt, der Livestream hat mir echt viel Spaß gemacht und ich fand es richtig, richtig cool, dass so viele Leute von euch mit dabei waren. Würde es jetzt halt immer gerne, oh Gott, oh Gott, oh Gott, piss dich, danke, tschüss. Würde mich also auf jeden Fall da gerne dienstags immer wieder mit euch treffen. So 19, 20 Uhr ungefähr. Ich würde einfach mal fix sagen 19 Uhr. Wenn ihr das wollt, dann lasst mir einen Daumen hoch da. Und wenn nicht, dann verpisst euch. Nee, keine Ahnung, also macht es so, wie ihr wollt, wenn ihr da keinen Bock drauf habt. Schreibt mir das ruhig ehrlich in die Kommentare, denn ehrliches Feedback
ist mir lieber als gar kein Feedback. So, was brauchen wir noch? Gold brauchen wir auf jeden Fall für den Chunk Loader. Das haben wir auf jeden Fall auch im Überfluss gefunden. Das sollten wir definitiv hinbekommen. Und dann würde ich den dann irgendwie hier hinplacen, sodass wir dann ein richtig schönes großes Feld haben. Vielleicht mache ich auch noch hier ein Feld hin. Das gucken wir einfach mal so, dass ich auf jeden Fall da ganz gut profitiere von. Gold, 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 Gold. Goldenings, Goldenings, Goldenings. Gold. Wo ist das? Ach so, das habe ich schon alles gebrannt. Okay. Gut, dann brauche ich jetzt noch ein Leder, glaube ich, für ein Buch. Ne? Das ist natürlich jetzt ein bisschen blöd. Das könnte natürlich jetzt alles zerstören. Daran habe ich jetzt nicht gedacht, dass wir ein Kack-Leder brauchen. Ich schlafe mal ganz kurz und dann denke ich mal am nächsten Tag weiter. Vielleicht kriegen wir es ja doch noch irgendwie hin. Aua, das ist echt dumm, dass mein Bett hier so steht. Das ist hart dämlich. Leder. Ja, das mache ich mir auf jeden Fall in der nächsten Folge. Da kümmere ich mich in der nächsten Folge drum. Passt auf. Hat mich da vorne mal Kühe? Ich glaube tatsächlich schon. Wenn ich mich jetzt nicht irre, was das da unten ist. Ist das Ronald McDonald? Ist das Ronald McDonald da unten? What? Ach so, nee. Aber ich habe... Oh, ich habe die Pokémon-Kappe von Ash. Swagalicious, meine Freunde. Die sind auch richtig scheiße, Mann. Die Kackdinger. Diese dumme Scheiß-Hexe mit diesen Scheiß-Katzen, Mann. Boah, nee. Könnte ich jetzt schon wieder kotzen. Ist das da hinten? Oh Gott, fick dich, Mann. Oh, weißt du? Man tut denen ja nichts. Und trotzdem greifen sie halt einfach an. Das ist echt non-cool. Das ist dieser Scheiß-Wither-Effekt, ne? Leck mich, dumme Schlampe. So, hab jetzt nicht gehört. Kühe. Kühe, Kühe, Kühe. Ich hoffe mal, dass wir noch irgendwo etwas Kuhartiges finden. Zumindest etwas, was Leder trägt. Also auch wenn es ein Pferd ist, verurteilt mich da bitte nicht. Es geht hier um das Allgemeinwohl. Und da muss dann auch mal ein Pferd für sterben. Keine Ahnung. Nehmen wir hier die noch mit, dass wir was zu essen haben für den Fall der Fälle. Das ist halt ganz schön. Man kann durch den Wald laufen und sich immer was zu essen snacken. Da ist ein Pferd. Das töten wir jetzt direkt. Dann schaffen wir das nämlich auch noch rechtzeitig mit dem Chunkloader. Und dann, als ob das jetzt kein Leder gedroppt hat. Ich raste aus. Da ist noch eins. Und da ist noch eins. Also irgendeins würde jetzt von Leder droppen. Will ich doch hoffen. Komm schon. Danke. So, geht doch. Sehr schön. Dann direkt wieder hoch. Wie gesagt, um diesen Baum kümmern wir uns später hier. Vielleicht, ja, das mache ich auf jeden Fall noch. Das mache ich auf jeden Fall noch. Kriegen wir auf jeden Fall irgendwie hin. Wer ist hier gestorben? Paluten. Ha, so ein Dummkopf. So, dann nehmen wir uns das ganze Essen hier noch mit und die ganzen Kartoffeln, die hier unten gewachsen sind. Denn die können wir oben für unsere Farm deutlich gebrauchen. So, dann können wir das nämlich damit auch ein schönes Feld anlegen. Kein Platz dafür, ehrlich. Heftig, okay. So, jetzt müssen wir uns echt beeilen, dass wir oben diese Scheiße von Chunkloader noch hinbekommen. Wie gesagt, ich hoffe mal, das stört euch jetzt nicht, dass ich die Folge jetzt wieder so lang ziehe. Ist aber aus reinen Effizienzzwecken gar nicht so dumm. Da mache ich einfach die morgige Folge etwas kürzer. Dann kriegen wir das schon irgendwie alles zusammengebacken, ne? So, ich finde es auch echt cool, dass sich hier manche Leute einfach immer so hochbauen. Statt einfach diese natürliche Treppe zu nutzen. Aber gut, lasst sie doch machen, die Leute. Wenn sie meinen, die müssten das schon machen, dann können sie das halt so machen. Ich komme auch so da hoch. Ich brauche nämlich keine Cobblestones zur Hilfe. Ich kann das auch alleine. Bin nämlich alt genug. Mhm. Das ist my shit. Ich labere gerade echt richtig Müll, weil ich irgendwie die Zeit bis nach oben irgendwie möglichst halbwegs sinnvoll überbrücken möchte. So, ganz kurz noch was essen. Und dann ab dafür. Zack, zack. So, Freunde, jetzt noch ganz schnell das Ding machen und dann ab dafür ins Bett, weil es ist nämlich schon wieder reichlich spät. Ich bin eigentlich schon wieder viel zu lange wach, muss ich gestehen. Das Gold haben wir hier, den Enchantment Table haben wir hier, dann brauchen wir noch zwei Diamanten, die holen wir uns hier raus. Dann machen wir uns noch ganz kurz das Buch. Das craften wir uns wie folgt. Wir haben ja hier das... Scheiße. Als ob... Oh nein, als ob wir kein... Was habe ich das unten nicht mitgenommen, das scheiß Bambus? Oh... Och nö, ich dachte, ich hätte es mitgenommen. Hm. Hat er vielleicht irgendwas? Natürlich nicht.
Soll es auch anders sein, als ob ich von ihm irgendwie Hilfe erwarten könnte. Scheiße. Ich dachte tatsächlich, ich hätte es da unten aufgenommen, aber wahrscheinlich war mein Inventar voll. Kann ich das denn auch hier raus machen? Aus dem River Cane? Geht das nicht damit auch eventuell, wenn ich irgendwie die einfach drei nebeneinander zu Papier... Geht das nicht? Nee, macht nichts. Ja gut, Freunde, dann müssen wir leider auf die nächste Folge vertagen. Tut mir leid, dann hat es jetzt leider nicht ganz hingehauen. Macht aber nichts. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Lasst einen Daumen hoch da, wenn es euch gefallen hat. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.